Wesentlich und interessant habe ich dabei gefunden, die Formulierung, dass es uns nicht darum gehen darf, bestehende Geschäftsmodelle zu schützen, sondern dass es uns darum gehen muss, Grundprinzipien zu schützen. Eine wesentliche Differenzierung. Wenn Eigentum ein Grundprinzip ist, das wir als richtig anerkannt haben, dann muss es nicht nur in der realen haptischen Welt, sondern auch in der digitalen Welt gehen. Das ist ein Ansatz für Leistungsschutzrecht und nicht die Frage, wie kann man Geschäftsmodelle einer alten Zeit aufrechterhalten. Ein wesentlicher Unterschied, den ich daraus mitnehme. Große Internet, Facebook etc. haben viele verschiedene Rechtspersönlichkeiten, aber das Ente-Prinzip, das hier genannt worden ist, in Teilen schauen sie so aus wie Medien, wirken sie so wie Medien und deswegen muss man sie auch wie Medien behandeln, auch wenn sie aus einem anderen Stall kommen. Ganz ein wesentlicher Aspekt, vor allem was die Frage der Verantwortlichkeiten betrifft. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.